Hey Leute, heute mache ich mal ein etwas anderes Video. Und zwar möchte ich euch heute meinen ersten eigenen Anime-Charakter bzw. OC, also das steht für Original Character, vorstellen. Es ist ein weiblicher Charakter und ihr Name lautet Miko Ryu. Die Hintergrundgeschichte von Miko ist ein wenig kompliziert und schwer zusammenzufassen, ohne weit ausholen zu müssen. Ich versuche es für dieses Video so gut es geht, kurz und einfach zu erklären. Wir schreiben das Jahr 2008. Der 6-jährige Ilia wohnte noch damals in Bergrad, einem Dorf von Eschweiler. Im Sommer wird er eingeschult und kommt in eine Regelgrundschule, da damals noch nicht bekannt war, dass er Autismus und ADHS hat. Das sollte sich ändern, als er zur Diagnose im Winter 2011-2012, als er in der 4. Klasse war, in das Klinikum in Aachen kam. Die Zeit seit meiner Rückkehr vom Klinikum bis hin zum Ende der Grundschulzeit war die schönste Zeit, an die ich mich bisher zurückerinnern kann. Leider hatte sich der 2012 Ilia nicht darum gekümmert, auch nur einen einzigen Kontakt aus dieser Zeit beizubehalten, und das fing der 2015 Ilia bereits an, stark zu bereuen. Dieses Schuldgefühl verstärkte sich über die Zeit immer mehr. September 2013 zogen wir aus Bergrad weg. Sommer 2016 begann sich dann meine große Interesse für Anime zu bilden. Oktober 2017 kam dann der Anime Blend S raus. Als ich den Anime anschaute, fiel mir schnell der Charakter Mafuyu Hoshikawa auf, da sie mich vom Verhalten und Aussehen sehr stark an eine Klassenkameradin aus meiner Grundschulklasse erinnerte. Gegen Ende 2020, in einer Zeit, in der sich die Welt bereits in einem sehr tristen Zustand befand, verfiel ich dann stärker als je zuvor der Nostalgie und Erinnerung an die damalige Zeit, insbesondere der Grundschulzeit. Gequält von Schuldgefühl und nostalgischem Schmerz habe ich dann schlussendlich den Versuch gewagt, die Erinnerungen an diese sehr schöne Zeit mit meinen heutigen Interessen zu kombinieren, um so vielleicht ein bisschen weg von der Wehmut und der Sehnsucht nach dieser Zeit wegzukommen, wann immer ich alte Fotos und Videos anschauen sollte. Schnell erinnerte ich mich an Mafuyu Hoshikawa und ihre in meinen Augen unverkennbare Ähnlichkeit zu jener Mitschülerin und sah dafür den perfekten Ausgangspunkt für meinen ersten OC. So entstand Miko Ryu. Mikos Charakter ist grundsätzlich recht ähnlich dem von Mafuyu Hoshikawa. Sie ist normalerweise eher still und ernst. Sie kann es nicht leiden, wenn andere ihr auf den Nerv gehen, und macht dies schnell klar und deutlich. Körperlich ist sie dazu in der Lage, sich sicher zu verteidigen. Dazu ist sie sehr selbstständig und kann sich ohne Probleme selbst versorgen. Ihre Art zu sprechen ist, wie man es von anderen Kuderes gewohnt ist: kühl und monoton. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die allgemeine Stimmlage von Miko eher hoch als niedrig ist. Hier kann wieder Mafuyu Hoshikawas übliche Stimme als Referenz herhalten, wenn sie nicht im Arbeitsmodus ist. Allerdings kann Miko das ändern. Miko ist sehr gut darin, die Schwächen anderer Leute sehr schnell zu erkennen. Normalerweise nach nur einem normalen Gespräch, das kein Smalltalk ist. Sie kann ihre Stimme in deinen idealen Unesan-Charakter verwandeln oder in etwas so Niedliches, dass es dein Herz in Sekunden zerreißt. Und das gilt auch für ihre Schauspielerei. Sie ist in der Tat eine Meisterin des Teasings, und das weiß sie. Sie wird ihr Teasing nicht übermäßig benutzen. Sie benutzt es nicht, um andere für sie arbeiten zu lassen, das wäre erbärmlich. Sie benutzt es nicht, in wirklich ernsten Situationen das Gesetz zu brechen, ist keine Moral. Sie verschwendet ihre Kraft nicht an bedeutungslosen Menschen. Sie hat andere Mittel, diese loszuwerden.
Sie benutzt es selbst ihren engen Freunden, die sie gerne hin und wieder mal ärgert, nicht übermäßig oft, denn sie weiß, wie man Teasing am besten macht. Weniger ist mehr. Es kommt auf den Überraschungseffekt an, sonst würden die Reaktionen nach und nach nur nachlassen. Das ist im Prinzip alles über Miko. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Wann immer es neue Artworks, Zeichnungen und Neuigkeiten zu Miko gibt, werde ich diese auf meinem Twitter-Account hochladen. Schaut also gerne dort ab und zu mal vorbei. Mein nächstes großes Ziel wäre die Vertonung eines kurzen Mangas mit Miko, den ich dann hier auf YouTube hochladen kann. Der Manga ist zwar schon in Arbeit, allerdings gibt es noch niemanden, der Miko seine Stimme leihen könnte. Da ich das Ganze gerne mindestens auf Japanisch synchronisieren wollen würde, wäre es gut, wenn diese Person fließend Japanisch können würde. Vielleicht könnte man dann eine zusätzliche Synchronisierung auf Deutsch oder Englisch machen. Ich muss aber auch zugeben, dass ich mir darüber noch keine großen Gedanken gemacht habe. Erstmal muss ja der Manga auch fertig werden. Wir werden sehen, wie es mit Miko weitergeht. Ich denke mal, das meiste wird sich eh vorerst auf Twitter abspielen, aber ich bleibe am Ball, um Miko als OC weiter auszubauen. Alles andere als die Synchronisierung eines kurzen Mangas wäre sowieso im Moment noch viel zu weit entfernt, als dass man es sich als Ziel setzen könnte. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung zu Miko und ihrem Design in die Kommentare. Das würde mich wirklich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Liken, abonnieren, ciao.